Hallo und herzlich willkommen bei Karte Art. Mein Name ist Sandra Huber. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie leicht man so einen Vintage-Effekt erzielen kann. Und dazu benötigen wir die Distress Ink. Ich arbeite hier mit Vintage Photo, Spice Marmalade und Mustard Seed. Und wir benötigen, um diesen wirklich schon sehr shabby chic Look zu erreichen, auch noch eine weitere Farbe, nämlich die Deco Art Antique Cream Raw Amber. Das ist eine nicht permanent haftende Farbe, deswegen auch leicht zu entfernen wieder, und dann erhält man so einen schönen Vintage-Effekt. So, und jetzt fangen wir an. Ich arbeite wieder mit Keramikpapier, 15×15 cm zugeschnitten, und platziere jetzt mir hier meine Farben. Und nehme mein Blending Tool, und jetzt geht es erstmal darum, das Papier einzufärben. Das kann ich in unterschiedlichen Arten machen. Hier ist es eben wichtig, mal einen satten Übertrag zu bekommen. Es muss auch nicht ordentlich sein. Es muss einfach nur jetzt mal gut deckend hier eingefärbt werden. Sie sehen, ich mische die Farben auch untereinander. Gehe mal in Vintage Photo, dann wieder in Spiced Marmalade hinein und färbe mir so meinen Hintergrund. Da macht es jetzt auch nichts, dass ich hier solche Schlieren bekomme, so etwas härtere Übergänge. Das sieht man nachher alles nicht mehr. Ein bisschen Gelb noch, dann wieder in das Orange mit hinein. Und so färbe ich mir jetzt erstmal mein Hintergrund und habe sozusagen meinen Grundstock. So, noch ein bisschen Vintage Foto, und dann sieht das alles schon mal ganz gut aus. So, das war der erste Schritt. Das können wir schon mal zur Seite legen, und jetzt sieht es ja noch nicht nach viel aus. Und jetzt nehme ich die Elements von Lavinia Stamps, Mermaid Lagoon. Ne, gar nicht wahr, Mermaid. Und tupfe hier nur zweimal hinein. Es ist ein sehr satt getränktes Stempelkissen. Und man sieht schon, jetzt denkt jeder, oh Gott, was ist denn das? Und gehe hier nur an die Ecken entlang. Und fange jetzt mal an, auch ein bisschen schon mit Wasser zu sprühen, um das Ganze etwas zu entschärfen. Und lasse das jetzt hier mal so runterlaufen. Und da ich hier wieder mit Keramikpapier arbeite, sieht man schon, es ist ein sehr glattes Papier, nicht saugendes. Da kann ich wirklich die Farben so schön verlaufen lassen und kreiere schon mal ein bisschen so ein shabby chic. Und föhne das Ganze jetzt mal an. Es ist jetzt wichtig, dass es einigermaßen gut trocken ist. Mach mir das hier erstmal ein bisschen sauber. Upsa. Und gehe hier nochmal ein bisschen mit Vintage Photo hinein. Und nehme mir wieder ein bisschen Farbe ab. Gehe hier auch nochmal an die Ränder hinein. Wir wollen eben so einen Alterungseffekt erzielen. Und jetzt fülle ich im Prinzip nochmal die Stellen auf, die ein bisschen weißlich geworden sind. Und föhne das Ganze an. Es muss jetzt sehr gut trocken sein, weil wir jetzt eben anfangen, unsere Stempel zu benutzen. Weil so sieht es jetzt ja nach nichts aus. Und durch die Stempel bekommen wir dann auch diesen tollen Hintergrund.
So, dazu nehme ich von Joy so einen Clear-Stempel. Ich dachte, jetzt kommt bald Ostern, also mache ich Maiglöckchen. Und mische jetzt der Sonne mit VersaFine Clair Fallen Leaves. Es hat einfach den Grund, wir wollen nachher das Ganze noch wachsen. Und VersaFine Clair hat so die Unart, sage ich mal, auf Keramikpapier. Wenn es wirklich nicht ganz gut trocken ist, sich dann ein bisschen wieder, ja, sich aufzulösen. So, und jetzt möchte ich hier nur so an den Rändern entlang gehen. Ich möchte das Ganze hier einrahmen. Und gehe hier nochmal entlang, muss es auch nicht nochmal beinken. Und habe hier schon mal mir meinen Rahmen geschaffen. Gut trocken föhnen. Jetzt kann man jeden Stempel x-beliebigen nehmen. Ich nehme jetzt hier dieses Postkartenstempel. Den finde ich hier ganz toll. Vielleicht möchte ja auch einer zu Ostern eine Karte versenden. Und dann passt es eigentlich auch immer ganz gut dazu. Abdrücken und sich jetzt eben einen Hintergrund gestalten. Da kann das auch ein bisschen hier in die Maiglöckchen hineingehen. So, und nicht so ordentlich, man muss auch hier nicht ständig das Ganze wieder beinken. Wir wollen ja auch so einen Chevy-Chic-Charakter haben und da kann das kreuz und quer sein, auch mal nur ein Teil davon. Muss auch nicht komplett übertragen sein, der Schriftzug. Da ist man jetzt wirklich frei, weil wir wirklich so einen Chevy-Chic-Look haben wollen. Und gehe hier auch mal hier an die Seiten hinein, stempel hier mal ein bisschen was ab und das war's schon. Wichtig, gut trocken föhnen. Sobald nichts mehr glänzt, kann ich mir sicher sein, dass ich weiterarbeiten kann. Weil das muss jetzt wirklich sehr gut trocken sein, sonst würde ich mir nachher alles verschmieren. Und wie gesagt, wir arbeiten hier wieder mit unserem Specialty Stamping Paper Papier. Es ist ein sehr glattes, nicht saugendes Papier, sonst hätten wir jetzt auch gar nicht diese Effekte erzielen können, dass die Farbe so geschmeidig verläuft und dass wir ja nachher auch noch wachsen können. So, jetzt zeige ich das mal kurz. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt habe ich das Ganze gut trocken geföhnt und jetzt nehme ich meine Antiquing Cream und gehe hier satt drüber und verstreiche das Ganze hier. Jetzt glaube ich, kann man auch schon gut erkennen, warum ich jetzt hier so gut angeföhnt habe, weil sonst würde ich mir das Ganze jetzt hier verschmieren. Der Vorteil dieser Antiquing Cream ist einfach dadurch, dass das keine Acrylfarbe ist, die dann permanent haftend ist, kann ich das Ganze hier wieder herunternehmen. Und das wollen wir ja auch. Ich kann hier schon mal ein bisschen mit Wasser sprühen und dann habe ich es nachher auch etwas leichter. Und kreuz und quer. Und jetzt sieht man auch schon, das macht man mit fast keinem anderen Papier. Gut mit Wasser besprühen. Ich nehme hier so ein Küchentuch nochmal und gehe jetzt hier hinein und tupfe ab. An den Rändern möchte ich es ein bisschen dunkler haben. Da lasse ich das Ganze etwas stehen. Und hier möchte ich in der Mitte doch relativ das Ganze wieder hell haben. Und so tupfe ich mir das jetzt ab. So. Sage, das gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht hier unten nochmal. Kann ein bisschen so kräftiger drüber gehen, dann passt es. Sage ich, ach, ich habe mir hier vielleicht ein bisschen zu viel weggenommen. Gehe hier nochmal ein bisschen drüber.
und tupfe hier nur so leicht ab, dass ich keine so geraden Striche hier habe. Und dann föhne ich mir das Ganze wieder an. Da sieht man natürlich jetzt wirklich, das funktioniert nur mit Keramikpapier. Kein saugendes Papier würde das Ganze, diese Technik mitmachen. Da wären wir schon längst am Ende. Dadurch, dass wir jetzt natürlich auch hier mit viel Wasser gearbeitet haben, sieht man, meint man, nicht mehr so viel von unserem ganzen Orange, Gelb und Braun. Aber es hat sich natürlich ein bisschen, ja, die Farbe ist sich etwas geliftet, aber ich habe hier immer noch diese ganzen Farben hier gut drauf. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen, indem wir nämlich jetzt anfangen zu wachsen. Bevor ich aber nochmal jetzt mit dem Wachs drüber gehe, nochmal kurz hier trocken föhnen. Es muss definitiv richtig trocken sein, sonst funktioniert es nicht und man verschmiert sich nur alles. Die ganze Oberfläche ist auch jetzt etwas rauer und ich will es ja auch permanent haben. Das heißt, wenn ich hier wieder mit Wasser drüber gehe oder auch mit dem Finger, dann könnte ich mir diese Antiquing Cream auch wieder runternehmen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja einen Hintergrund haben, eine Karte, die dann auch wirklich permanent ist und auch so einen schönen Glanz hat. Ja, da sieht man mal, die hier ist schon gewachst und die hier noch nicht. Und das Wachsen macht natürlich auch nochmal, dass die Farben wieder besser zur Geltung kommen. So, jetzt lege ich das aber mal kurz zur Seite und fange schon mal an, meinen Mittelpunkt zu kreieren. Ich habe gedacht, wir haben bald Ostern, also machen wir die Karte dementsprechend als Osterkarte. Ich nehme hier nochmal, das muss ich gerade schauen, nicht, dass ich jetzt den hier erwische. Ich habe hier auch ein Keramikpapier, das ist etwas weniger stark, das andere ist so um die 220 Gramm schwer. Und jetzt nehme ich mir nochmal meine Farben für den Hintergrund, mal querbeet, nochmal die gleichen Farben. Wir wiederholen das Ganze und kreieren somit einen schönen Hintergrund. Ein bisschen Vintage-Foto an die Seiten und das reicht schon. Jetzt nehme ich nochmal Mermaid und gehe hier auch, aber nur so leicht tupfend, weil es ist ja sehr kräftig. Und sprühe hier ein bisschen, lasse die Farbe hier verlaufen. Man sieht, wie toll das ist. Und alles, wo ich sage, ja, ist mir ein bisschen zu viel, kann ich abnehmen. Das ist eben auch der Vorteil von den District Inks. Wir bekommen diesen Sherry Chic Effekt. Diese schon ja jetzt fast verblichenen Farben. Die Elements sind etwas kräftiger, aber ich mag jetzt auch diesen Kontrast und es passt ganz gut. So, jetzt habe ich mir hier schon mal den Hintergrund gestaltet. Für meinen Mittelpunkt gehe ich hier noch mal ein bisschen mit Vintage Foto hinein. Ja, habe den richtigen, weil da ist jetzt so viel Farbe von den Elements drauf, dann muss ich aufpassen, sonst mache ich jetzt mir hier alles so blaugrün. Genau, das haben wir schon mal gemacht. Dann können wir hier auch noch mal meinen Postkartenstempel hier noch verwenden. Bisschen querbeet. Muss nicht perfekt sein, kann auch ruhig so sein, dass man es schon fast nicht lesen kann. Wir wollen ja so einen unperfekten Look. Ups. Trocken föhnen. Und das wird dann unser Mittelpunkt. Und dann werden wir, sind noch lange nicht fertig. Diesmal machen wir wirklich die Karte bis zum Ende. Nehme hier jetzt rein Vintage Foto. Färbe das Ganze ein.
gebe hier ein paar so Spritzer mit Wasser. Man sieht schon, wie schön die Farbe geliftet wird. Ich kann das hier noch mal ein bisschen verstärken, indem ich das abtupfe und dann föhne ich trocken. Und das ist ja das Schöne bei den Distress Inks, dass wir hier eben solche Chevy-Chic-Effekte erzielen können, dass die Farben dann auch ausschauen, als wären sie von der Sonne geküsst, also wirklich schon verblichen, dass es ein uraltes Dokument ist. Und dann sage ich, ich möchte hier als Mittelpunkt meinen Maiglöckchen haben. Und nehme jetzt hier Stazon, Ganache und setze das hier mal so halbmittig an und gut abdrücken. Und das layern wir dann. So, trocken füllen. Und derweil ist unser Hintergrund, unsere Karte, wirklich auch gut trocken, ausgekühlt, weil ich sehr lange auch angeföhnt habe. Da erhitzt sich das Papier natürlich auch ein bisschen. Und jetzt können wir im Prinzip wachsen. Ich nehme dafür ein transparentes Wachs von PentArt. Und einfach ein Küchenkrepppapier. Knüll das ein bisschen hier und nehme jetzt hier mal so ein Stückchen raus und fange jetzt hier an, das Wachs hier zu verteilen. Und jetzt sieht man schon, wie die Farben aktiviert werden, wie das Ganze hier strahlt. Und wie das Ganze wieder anfängt zu leuchten. So, das muss ich jetzt ein bisschen trocknen lassen, weil wenn ich jetzt das gleich wieder polieren würde, dann würde ich mir mein Wachs wieder herunternehmen. Und dann habe ich eben nichts davon. Das heißt, ich lege das Ganze hier nochmal zur Seite, lasse es ein bisschen trocknen, weil das funktioniert jetzt auch nicht mit dem Heißluftföhn. So, jetzt habe ich das zur Seite gelegt, damit das noch trocknen kann. Jetzt mache ich hier noch mal ein bisschen weiter. Nehme mir noch mal meinen Postkartenstempel und gehe auch hier noch mal so rein. Es darf jetzt auch wirklich, ups, wirklich hier in das Motiv hineingehen. Und na, trocknen das Ganze an und nehme jetzt so ein Cuttermesser und raue hier schon mal ein bisschen die Ecken an. Wir wollen ja das Ganze ein bisschen so auf alt machen, darf das auch hier ein bisschen so kaputte Stellen geben. Nehme nochmal mein Vintage-Foto, gehe hier von hinten auch nochmal entlang. Und ja, ist mir jetzt ein bisschen zu fad. Gehe hier nochmal ein bisschen mit dem Spiced Marmalade hier hinein. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Vintage Foto. Nochmal ein bisschen verstärkt. Und hier hinten auch. Kann man das auch ein bisschen so umbiegen, knicken. Dann hat man da hinten kein schneeweißes Papier sichtbar. Und raue mir das hier auch ein bisschen so an und mache das kaputt. Derweil kann unser gewachstes Papier gut vor sich hin trocknen. Und dann können wir das nachher polieren. So, jetzt kann ich natürlich auch auf diese Art und Weise, das Papier ist jetzt hier an den Kanten angeraut und jetzt kann es die Farbe richtig gut einsaugen. Und dann sieht man, ich hoffe man sieht es, auch wie dunkel
jetzt der Rand auch wird bei dem. Das kann ich jetzt hier auch noch mal wiederholen. Mache das hier ein bisschen so auf alt, kaputt. Kann hier auch ein bisschen so reingehen. Und das kann ich eben bei Keramikpapier so oft wiederholen, wie ich möchte. Kann ich aber auch noch sagen, ich möchte hier noch ein bisschen vergrößere Tropfen. Das heißt, ich spritze hier mal nur ein bisschen so ab und bekomme dann hier so geliftet auch noch ein paar so Tropfeneffekte, Trockenföhn. Und dann sieht man jetzt hier diese kleinen großen Spritzer und das lassen wir auch so. So, weil das soll dann nachher ungefähr so ausschauen und dann wiederholen wir nämlich den Hintergrund noch einmal von der Karte. So, jetzt dürfte das eigentlich ganz gut getrocknet sein. Jetzt kann man irgendein Tuch nehmen. Ich nehme hier mal Küchenkrepppapier und fange an zu folieren. Und gut festhalten. Und jetzt polieren wir das Ganze. Man nimmt auch noch mal ein bisschen was ab. Polieren wir das Ganze hier auf Hochglanz. Und dann wird das richtig glänzend. Es ist auch gleichzeitig versiegelt. Bisschen Muskelarbeit hier. Aber es lohnt sich. Es sieht nachher auch aus, als wäre es eine Einheit. So sah das Ganze ja erst immer ein bisschen, ja, man hat die einzelnen Schritte gesehen, die man gemacht hat. Und durch dieses ganze Wachsen bekommt es natürlich einen kompletten Überzug und es sieht nachher aus, oder sieht jetzt gleich aus, wie ein professioneller Druck. Da sind diese einzelnen Schritte dann auch nicht mehr erkennbar. Und jetzt sieht man gut, wie das Ganze hier glänzt und die Farben wieder richtig schön leuchten. Jetzt kann ich natürlich auch hier noch mal ein bisschen diesen Charakter, kann ich davor, kann ich zum Schluss machen, das spielt keine Rolle. Hier an den Rändern, normalerweise nehme ich ein Teppichmesser, habe ich aber nicht gefunden, darum nehme ich jetzt dieses kleine Cuttermesser hier und haue mir das Ganze hier noch an. So. Nehme nochmal das Twist Ink, die Vintage Foto und gehe hier nochmal am Rand entlang. Da habe ich auch ein bisschen so einen rauen, kaputten Rand. Und jetzt kann die Farbe hier richtig gut einsaugen. Und dann hat man hier so einen schönen Hintergrund. Und jetzt machen wir die Karte aber fertig. Man kann jetzt hier einen Spruch hinmachen, frohe Ostern oder irgendwie Geburtstagsgrüße, wie auch immer. Und wir verwenden jetzt aber, ja, machen eine Osterkarte draus. Jetzt ist mir das hier noch ein bisschen zu bläulich, zu grün. Das heißt, ich nehme hier nochmal ein bisschen Vintage-Foto oder auch von meinen Fläschchen, ist jetzt gleich leer. Nehme hier nochmal so an den Rändern die Farbe auf. Jetzt ist es ja noch ganz gut feucht, das heißt, ich muss jetzt da nicht unbedingt sprühen und tupfe das Ganze hier ein bisschen auch so rein. Und ja, kann hier ein bisschen so auch so einen Effekt und hier gleich mal ein bisschen zu trocken. Jetzt schaut das Ganze schon ein bisschen noch auf älter aus. Das wachse ich jetzt aber auch nicht, weil wenn ich so drüber fahre, passiert auch nichts. Ja. So, jetzt nehme ich mir
Das genau so. Und nehme hier meinen Heißkleber besser gesagt. So. Ich setze das einmal hier an. Und setze hier nochmal den Mittelpunkt an. Jetzt kann man hier mit 3D-Klebepads arbeiten, wie man will. Das spielt keine Rolle, hier ein bisschen zu versetzt. Und jetzt kann man schauen, ich habe vorhin mal kleine Blümchen selber gemacht und würde die hier dann eventuell da so rummachen und habe hier noch von Lavinia Stamps mir so ein Hase gestempelt. Ich habe es jetzt vermieden, dass man mir jetzt zuguckt, wie ich unprofessionell ausschneide. Ich bin nämlich nicht der beste Ausschneider. Wenn man hier so weiße Ränder hat, dann kann man noch mit Vintage Photo ein bisschen hier und dem Blending Tool an die Ränder gehen. Dann verblendet sich das Ganze. Aber ich fand das eigentlich ganz nett. Und dann können wir den da noch da oben hinsetzen. Und dazu nehme ich dann aber auch wirklich ein 3D-Klebepad für meinen Hase. Und ich habe jetzt die Blümchen extra mal ein bisschen mehr mit Distress Ink Wilded Violet genommen, beziehungsweise benutzt im Vintage Photo auch die ganzen anderen Farben, das Gelb und das Orange, damit sich das hier irgendwo widerspiegelt. Und habe dann hier so kleine cremefarbene Perlchen reingesetzt. Also das ist relativ einfach, dafür gibt es Standschablonen. Ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht hier zeigen. So, jetzt würde ich sagen, ich nehme die große schon mal hier als Mittelpunkt. Ich kann mir das ja immer noch, könnte mir das jetzt auch noch passend machen, aber ich muss sagen, zu einheitlich will ich jetzt auch nicht alles haben, soll schon ein bisschen ein Farbkontrast auch noch da sein. Und dann nehme ich jetzt hier mein 3D-Klebepad. Setze das mal hier an. Na, klebt nicht. Schon so alt oder was? Jetzt wegfriemeln. Boah. Das ist immer so eine Friemelarbeit. So, jetzt kann ich mir den hier noch ein bisschen so zurechtbiegen. Zack, den will ich jetzt, dass der hier so, na, hier so da hochschaut. Und platziere jetzt die Blümchen noch drumherum. Setze das eine mal hier an. Habe hier hinten auch ein bisschen. Dann kommt das eine hier hin. Und ja. Und zack. Wo wollen wir es noch haben? Hier hinsetzen. Oh. Setzen wir es da oben hin. Und dann könnte ich jetzt hier noch einen kleinen Spruch hinmachen. Frohe Ostern. Das als kleines Schild hier noch hervorstehen lassen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir unsere Karte gemacht für Ostern im Shabby Chic Look. Und ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich noch ein paar Karten zeigen, die man auch mit dieser Technik machen kann. Wie zum Beispiel so einen Hintergrund gestalten. Da sieht man mal andere Farben, andere Stempel und schon hat es eine ganz andere Wirkung. Eine weitere Technik, die so ähnlich ist, nur dass hier mit den Distress Paints gearbeitet worden sind, auch von Tim Holtz. Ein bisschen anders, aber nicht viel. Und dann bekommt man auch schon so eine tolle Karte hin, so einen schönen Hintergrund, so ein bisschen ins Orientalisch gehende. Und ja, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt mal genug vom Shabby Chic Look, dann kann man auch mal ein bisschen ins Witzige gehen. Dann habe ich hier mal so eine Karte. Hier habe ich Stempel von Katzelcraft in Verbindung mit Lavinia Stamps und der Spruch ist von La Blanche. Dann hier mal ein bisschen
nur mit Schablonen gearbeitet und mit einer ganz leichten Technik diesen Hintergrund. Hier ist auf Bristol-Pad-Papier gearbeitet worden. Und so hat man immer verschiedene Stilrichtungen und je nachdem, wie man gerade ja, auch lustig ist und was man gerne machen möchte. Ja, ich möchte noch zeigen, was wir das nächste Mal machen. Und zwar Techniken mit Embossingpulver kennen wahrscheinlich schon viele, wie man jetzt zum Beispiel so ein Motiv hier hochglänzend gestalten kann. Aber dass man mit Embossingpulver vielleicht auch mal so ein MDF-Herz hier gestalten kann, dass man wirklich auch für die Dekoration, also für die Home Decoration benutzen kann. Das möchte ich auf jeden Fall mal zeigen. Man kann diese Technik natürlich auch für eine Karte verwenden. Und dann zeige ich noch ein bisschen, was man mit dem Melting Pot machen kann. Ja, da gibt es auch interessante Techniken. Und jetzt sage ich erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wenn, dann werden Sie gesund. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ihre Sandra.